Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Killer 7 und heute geht's weiter mit Lächeln, wie schon angekündigt. Alter Ego ist beendet. Ziel 5 Lächeln, was wahrscheinlich das letzte Kapitel sein wird, wenn ich mir den Bildschirm hier so angucke. Machen wir mal los, der sieht schon aus wie ein Heaven Smile, oder? Entschuldigung? Ich muss das Spiel wieder ein bisschen leiser machen, wegen der Cutscene. Auf der die letzte Folge geendet hat, war die Lautstärke noch sehr hoch gedreht. Denn während der Cutscenes muss ich immer sehr, sehr laut machen. Ja. So wie jetzt. Okay, was war das gerade für eine Szene? Was soll die uns sagen? Was ist da gerade passiert? Wird da nochmal drauf eingegangen? War das unser Informantenkerl da auf dem Dach? Nee, oder? Doch, nee. Was? Okay, dann gehen wir mal in das verbotene Zimmer. Check. What a coincidence. Check. This time, the game is mine. Do you want to hear a story, Harmon? Why not? There once was a young man who had a promising future. The center back position was his to keep, and no one could take that away from him. Any play was a fair play. No one blew the whistle on him. Everybody loved him, not to mention his campus sweetheart. Ooh, she was something. They were the perfect couple. He graduated from Columbia with an MBA. His opportunity was infinite. He could do whatever he wanted with his life. But was he satisfied? No. Every night he would cry, begging the Lord. Something deep within needed awakening. Then one day it happened. That moment when the subconscious rises to the surface. Well, the way it triggered was very simple. It happened when his mother came on to him one night. As if the spirit of Jack the Ripper had taken over his body, he stabbed and stabbed until you couldn't tell who she was. You know what I think? An angel whispered into his ear. The angel gave him the extra courage he needed to give her the divine retribution she deserved. Sure she wasn't the Hell's Angel? I'm pretty sure she only had good intentions. You really are a villain. I had nothing to do with it, but I must admit, my memory has become a bit misty these days. Okay. Warum waren die gerade so schockiert, dass ich im verbotenen Zimmer bin? Was ist da los?
The remnant parties have started making their move. I felt the disturbance in the air. What's gonna happen? Terrorism. Different from the smiling faces. It's hard to predict the kind of terrorism Japan will engineer. Terrorism using wit, most likely. Think they're capable of damage devastating enough to shake the foundation of the United States? I need you to fly to Philly, right? A former aide to the leader of the UN party has information. He goes by the name Matsuken. Okay, he's staying at the Union Hotel. Now find him. Who is he? Kenjiro Matsuoka. He's the only guy remaining that belonged to the UN party. Now, he's the leader of 10 million secret Japanese members that are scattered around the world. He is a major force. 10 million? What do you think they're capable of? If they gathered in one state and organized their votes as one large block vote, then... They could win the seat of a state. It's gonna be a wild game, cause everyone's gonna want a piece of Matsuken. The master has disappeared. Yeah, Garcy. About that. Look, I need to tell you something real important. Go ahead, lay it on. Let's see, how should I, Okay, 30 years ago, you and Harmon... Mir ist gerade aufgefallen, dass wir im letzten Level gar kein Seelenhüllenportal hatten. Das hat bestimmt auch was zu bedeuten. Aber was? Ich meine, im Grunde haben wir beim letzten Mal nicht mal jemanden getötet. Das waren die... Sind die wir? Welcome to the Union, sir. How many nights will you be staying with us? Actually, I'm meeting someone. Oh, Mr. Smith. We've been expecting you. The top floor. Please use the elevator in the back. How do you know my name? I remember all the faces of our guests. Even your bag, sir. Huh? You son of a bitch! Holy shit. Ich habe keine anderen Persönlichkeiten mehr. Überall sind Heaven, Smiles. Ich bin doch nur der Cleaner. Ich will hier raus. Meister, es ist dunkel. Trübsinn hat mich übermannt. Es ist Zeit für das Highlight. Den Beginn des Endes. Ich habe ehrlich gesagt etwas Angst. Es ist sicher ein schreckliches Ende. Lassen wir diese Farce. Sie dürfen mir den Körper nicht weiter überanstrengen.
überlassen Sie das barfuß. In Hermans Namen. Ja, würde ich gerne. Wir haben keine barfuß. Lauf. Lauf in Hermans Zimmer. Wer bist du? Verwalter. Was ist hier los? Crazy shit. Ich glaube schon langsam dreht Garcian jetzt vollkommen durch. Beziehungsweise dreht er nicht mehr durch. Beziehungsweise wird er vielleicht wieder gesund. Also seine Wahnvorstellungen enden vielleicht. Maybe. I've changed my makeup. Did you notice? Maybe. Okay, jetzt können wir Charakter wechseln. Gott sei Dank. Dann werde ich da draußen jetzt mal aufräumen. Oh, come on. So ein Scheiß. So, jetzt pass mal auf. Genau, hier brauchen wir barfuß gleich mal. Kate. Eine Seelenhülse. Sehr schön. Irgendwie ist ihre Laufanimation so seltsam. Finde ich. Als ob vielleicht wollen die damit andeuten, dass die Waffe viel zu schwer für sie ist. Weil sie die so komisch hält. Oh Gott, fahren wir mal in den zweiten Stock? Keine Ahnung. So viel Stockwerke. Meister, es ist dunkel. Die Aussichten sind finster. Ich spüre eine dumpfe Verzweiflung. Das hat bestimmt etwas zu bedeuten. Meine alte Intuition sagt, sie sind von üblen Fallen umzingelt. Vielleicht ist dies weit genug gegangen. Noch mehr davon und sie werden Jahre ihres Lebens verlieren. Überlassen Sie das dem Helion. In Harmans. Die sprechen den auch wirklich Harman aus. Habe ich jetzt gelernt. In der Cutscene gerade. Ha ha ha!
Na, hallo. Ich glaube, wir müssen doch einen Superschuss benutzen. Okay. Zimmer 203. Unheimlich ist es hier. Oder die Lichtverhältnisse. Ah, eine Seelenhülse. Okay. Ist das die Reflexion vom Zimmer? Haben wir kein Spiegelbild? Jetzt kommt er gleich ums Eck und steht direkt vor uns. Er wird immer lauter. Oh mein Gott! Wann das bitte? Wann das bitte? Ist euch aufgefallen, dass alle, die wir bis jetzt genommen haben, schwarz getragen haben? Ich muss mal gucken, ob das stimmt, ob alle schwarz tragen jetzt von den Figuren. Also unser Doktor auf jeden Fall sowieso. Doktor sowieso. Okay, schauen wir mal kurz. I'm a cleaner. Maybe. I've changed my makeup. Did you notice? Ja, gut. Okay. Ja, eher nicht gerade, ne? Okay, nee. I'm not a monster, it's only a mask. I'm not a monster, it's only a mask. Und er ist jetzt zum Super-Superhelden geworden. Na gut, dann tragen dich alle schwarz. Dann hat er nur ein sehr dunkles Hemd an und sie hat ein schwarzes Kleid. Aber sonst... Did you notice? Men. They never notice these kinds of things. Lass mich mal kurz gucken. Hier scheint auch echt nichts mehr zu sein. Abgesehen davon. Okay. Unverschämtheit. So, ich glaube, auf dem Stockwerk sind wir fertig. Dann fahren wir mal in den dritten Stock. Arbeiten wir uns mal Stockwerk für Stockwerk hier durch. Durch den Wahnsinn. Okay, diesmal ist es orange. Okay. Die Atmosphäre ist gerade so dicht und gefährlich. Ich will fast gar nicht reinreden. Ach, 80, deswegen hätte ich nicht unbedingt kommen müssen. Naja. Warum sind hier überall Hermans Zimmer? Da ist noch ein dritter an der Decke diesmal. This is too easy. Naja, so geht's auch. Okay, sieht so aus, als wäre hier in Zimmer 306 wieder eine Seelenhülse. Bathroom. Bleiben wir mal im Schlafzimmer. Kurz. Schauen uns erstmal hier um. Meister. Es ist dunkel. Es ist so... Ich bin so schrecklich verwirrt. Es ist alles so durchsichtig. Jawohl. Der Höhepunkt ist erreicht. Wenn die Szene mit den Toten kommt. Sie gehen grundlos auf den Bauplatz. Sie murmeln sinnlose Nichtigkeiten. Sie lächeln leer.
Es ist alles eine Falle. Eine Falle, die zum Tod führt. Ich durchschaue es jetzt. Ich bin genau auf dem Omen des Todes eingestellt. Und dieser Ort bedeutet Ärger. Seht doch das Licht. Sie dürsten nach Blut, sie hungern nach Fleisch. Wir sind vollkommen bereit, nach Hause zurückzukehren. Bitte durchschneiden Sie das Band. In Hamens Namen. Na gut, mit diesen aufmunternden Worten beende ich jetzt die Folge für heute. Und morgen steuern wir wahrscheinlich dem Unausweichlichen zu. Macht's gut, bis dann. Ciao.